1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Eine neue Woche. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Montagnachtausgabe. Die Montagnachtausgabe ist ja wie immer eine freie Themennacht, eine freie Ausgabe. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de oder Faxnummer 0800 220 5050. 51, wenn ihr faxt und mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer draufschreiben. So, wer ist die Erste in dieser Woche? Das ist die Heike und Heike ist 41 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Heike. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ich muss schon mal dazu sagen, ich habe Herzbubbern. Das glaube ich. Zum Absinken, obwohl ich sie jetzt nur vom Fernsehen aus sehe. Aber wir duzen aber uns, wenn ich, okay? Bitte? Wir duzen uns, okay? Nicht? Gut, komm, ja, okay. Ja, das ist okay. Eigentlich so üblich hier, aber wenn Sie jetzt darauf Wert legen, dass ich Sie sieze, machen wir das. Okay, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, inwieweit ich das durchstehe. Es könnte sein, ich möchte es nicht, dass ich dann kurzfristig das Telefon ganz einfach beende. Weil, okay. Ja. Okay, so machen wir es. Gut. Klare Vereinbarung. Ja. Mhm. Ja, okay. Aber was ist das Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe einen Freund. Mhm. Und mein Freund ist gleichzeitig mein Vermieter. Mhm. Am Anfang, ich wohne jetzt mittlerweile, 2001 sind wir hierher gezogen. Mhm. Bin ich mit meinen Kindern hierher gezogen. Wie viele Kinder? Ich habe insgesamt 3 Kinder. Ja. Sind wir hierher gezogen. Da hatten wir aber noch keine intime Beziehung. Ja. Bist du alleinerziehende Mutter? Oder? Ja. Ja. Hm? Eine technische Frage noch. Hast du den Fernseher ganz leise und das Radio? Ich glaube nicht. Moment. Ich habe so einen kleinen Rückhall. Jetzt? 1, 2, 3. Ja, es ist besser. Super, jetzt habe ich ausgestellt. Ja. Ja, okay. Okay, also 2001 im Mai bist du da hingezogen mit den Kindern und alleinerziehende Mutter. Ja, Ich muss dazu sagen, meine Kinder sind aber mittlerweile schon erwachsen. Ja. Und die wissen von alledem nichts. Sie können sie erahnen. Ja. Und das ist schon, ganze Beziehung ist, und ich weiß im Endeffekt, ich muss ausziehen, weil was anderes ist, ich kann ja gar nicht in Frage kommen. Warum ist denn diese Beziehung, könnte man doch sagen, ist okay, die haben sich verliebt, die beiden, er ist zufälligerweise. Nein, weder ich liebe ihn noch er liebt mich. Ach so, Sex er ist hat das. Er hat eine Partnerin. Ach so, also er ist es eine reine Sexbeziehung. Er hat eine langjährige Partnerin. Ah ja. Ich muss dazu sagen, mein Vermieter ist, was jetzt das Sexuelle angeht, Männer wie Frauen gleichzeitig, überwiegend aber Männer. Ja. Und er ist so drauf, dass er täglich Sex mit Männern hat. Und wie oft habt ihr Sex miteinander? Ich versuche es, und es geht gar nicht, dass ich ihm, das ist schlimm, weil man ist immer auf der Lauer, kommt er oder kommt er nicht. Weil so. Ich lebe noch mit anderen Angehörigen von ihm mit in der Wohnung. In der Wohnung? In deiner Wohnung sind noch andere? Nein, das, im Haus? Im Haus. Mhm. Aber lass mich doch noch mal fragen, Heike, um mir die Zahl so vor Augen zu führen. Wie oft ist das denn, sagen wir mal so, im letzten halben Jahr vorgekommen, dass ihr Sex hattet? Sehr häufig. Sehr häufig? Ja. Mhm. Und du versuchst, dem aus dem Wege zu gehen? Ja. Eigentlich möchtest du es gar nicht mehr? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Hast du es ihm gesagt? Ja. Aber er nimmt darauf keine Rücksicht und respektiert das auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Übt er auf dich Druck aus, aufgrund dessen, dass er dein Vermieter ist? Und das verstehe ich nicht. Da verstehe ich mich selber nicht. Wie kann ein Mensch auf einen anderen Menschen Druck ausüben? Aber es klappt bei mir anscheinend, ja. Wie übt er denn Druck auf dich aus? Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist, er kann mich mundtot reden, ja. Mhm. Ich komme dagegen gar nicht an. Mhm. Ich komme... ist ja keine Tür bei mir heilig. Mhm. Also zum Beispiel meine Schlafzimmertür. Er kommt da einfach rein.
ist es egal, ob ich mich immer, ob ich meinen Kindern gesagt habe. Hat er denn einen Schlüssel für deine Wohnung? Ist alles offen. Es ist alles offen? Es ist alles offen begehbar bei mir. Ja gut, aber du musst eine Wohnungstür haben. Ist die nicht verschlossen? Nee, meine Wohnungstür. Also das ist, wenn man ins Haus reinkommt, unten ist meine Etage. Ja. Und oben wohnen dann die anderen Familienmitglieder von seiner Seite. Ach so, das ist also nicht so ein ganz großes alles, Haus. Sondern alles eher begehbar. Ich verstehe. Mhm. Zwingt er dich zu irgendwas? Ja, er zwingt mich in das Wort zwingen schon. Ich meine, ich kann ja sagen nein. Mhm. Und trotzdem, ja. Das, ich weiß nicht, was für ein Druck das ist, den er da auf mich ausüben tut. Was macht er denn? Du sagst zwingen, ja, er zwingt mich schon, aber du sagst es. Er möchte zum Beispiel gerne, wir waren auch da, zu Beate Use. Ja. Wo ich dann halt auch Sex mit anderen Männern habe. Und ach. Er schaut dann zu. Also er zwingt dich quasi, dass du irgendwo hingehst, also in so einen Sexshop oder weiß ich was. Und dann sollst du Sex mit anderen Männern haben und dein Vermieter guckt dann dabei zu und geilt sich daran auf. Ja, oder dann... Das ist aber schon hart, Heike. Oder dann... In Kassel gibt es bestimmte Ecken, wo sich halt abends die Typen treffen. Ja, Schwule? Ja. Da geht ja auch oder, hin. Oder Männer überhaupt, die dann Sex haben wollen. Ja. Da gibt es bestimmte Plätze. Ja. Und da musst du auch mit? Da war ich dann auch schon mal mehrmals mit. So, Heike, jetzt hast du mir einige Sachen erzählt. Du wohnst da in einem Haus mit deinem Vermieter, der zwingt dich zu gewissen Sachen. Da ist eine Sexbeziehung, der Vermieter ist auch verheiratet. Nee, lebt nur mit einer Partnerin. Oder lebt mit einer Partnerin zusammen. Und ich höre, dass du sagst, ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Der zwingt mich, das ist alles Druck. Und mich kotzt es an, wenn ich das immer so radikal ausdrücke. Ist es richtig, ne? Mhm. Du bist eine 41-jährige Frau. Warum machst du es mit? Ja, warum mache ich es mit? Genau das ist das. Warum mache ich es mit? Mhm. Ja. Hast du eine Ahnung? Bist du ihm abhörig? Nein, überhaupt. Es hört sich blöd an. Nein. Hast du Angst vor ihm, dass er Gewalt ausüben würde auf dich, wenn du sagst, ich will es nicht mehr oder ich ziehe aus? Ich habe es ihm schon einige Male. Ja, ich habe es ihm nicht direkt gesagt, dass ich ausziehe. Warum nicht? Dass ich ausziehen will. Ich muss ja ausziehen. Ja. Ich muss für mich, damit ich endlich Ruhe habe. Ja, das finde ich eigentlich auch. Ausziehen. Weißt du, ich finde die Situation in dem Haus auch so seltsam, dass du deine Wohnung gar nicht separat abschließen kannst. Ich kann sie schon abschließen. Also ich habe von hier innen dass ich jetzt hier das Wohnzimmer, mein Zimmer und so weiter abschließen kann. Aber auf der anderen Seite, was ist denn das für ein Leben? Natürlich, wie auch immer. Darüber müssen wir auch gar nicht mehr reden. Ich glaube, die Richtung, die Hauptrichtung ist, dass du da raus musst. Ja. Was würde er denn tun? Was würde er sagen, wenn du sagst, pass auf, ich habe keine Lust mehr auf nichts? Habe ich doch schon. Aber das hast du so ganz klar, wie du gerade gesagt hast, noch nicht ausgedrückt, dass du ausziehen möchtest. Nee, das Ausziehen habe ich noch nicht gesagt. Dann tu das. Seiner Partnerin habe ich immer gesagt. Mhm. Und ja gut, die weiß ja von alledem logischerweise nicht. Um es nochmal ganz klarzustellen, da sind keine Gefühle im Spiel bei dir gegenüber diesem Mann. Ich mag ihn. Ja, das okay. ist okay. Ich mag auch Limonade. Also, ja, okay. So. Es ist keine. Letztendlich ist dir dieser Mann aber egal. Ja. Und letztendlich möchtest du diesen Mann auf Distanz haben. Ja. Heike, mein Vermieter. Ich habe zu ihm schon mal gesagt, du bist mein Vermieter. Und ich hatte ihn als Vermieter hingestellt. Mhm. Wir sind ja, ich lasse mal das ganze Sexzeug, lasse ich mal außen vor. Mhm. Ich hatte zu ihm gesagt, du bist doch in erster Linie, bist du doch der Vermieter meiner Wohnung. Da ist er fast, ausgeflippt, wo ich das gesagt hatte. Und dann sagte er, ach so siehst du mich also. Mhm. Aber er ist doch mein Vermieter. Es ging um banale Dinge. Ja, jedenfalls, im Moment habe ich auch den Faden verloren. Ich denke mal, dass du den Faden wieder herholst. Nein, weißt du, wo der Faden zu finden ist? Wo der Faden ganz klar ist,
dass man da gar nicht mehr diskutiert, glaube ich, sondern dass du für dich eine Entscheidung treffen musst und diese Entscheidung auch durchziehen musst, nämlich, dass du aus diesem Haus, aus dieser Wohnung rausgehst. Dann wird sich das Problem schon sehr, sehr, sehr groß vereinfachen, wenn du einfach auf Distanz zu diesem Mann bist. Das ist der Schritt. Da gibt es gar nichts weiter zu sagen. Ich weiß es ja selber. Ja, aber da ist eine Blockade bei dir. Ja, genau, genau. So. Und die Blockade ist vielleicht ein bisschen komplizierter, als wir das vielleicht ahnen und als wir das hier in einem solchen Gespräch lösen können. Deswegen würde ich dir gerne anbieten, dass du jetzt in Ruhe nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Was hältst du davon? Ach, wissen Sie, Entschuldigung, du. Ja. Ahmed, ich bin froh, wenn ich war schon mal in psychologischer Behandlung gewesen. Ja. Das hat aber jetzt was mit meinem geschiedenen Mann zu tun gehabt. Mhm. Und ich bin eigentlich froh, wenn ich so wenig Menschen wie möglich... Okay, ich würde dir das nicht aufdrängen, wenn du das nicht möchtest. Ich glaube, es lag dir aber auch daran, einfach mal eine Meinung zu gerne, hören. Gerne. Eine fremde Meinung zu hören von jemand aus. Und die habe ich dir ganz klar gesagt. Ja. Ich glaube, das ist die große Linie und alles andere wird sich dann auch finden. Die Linie heißt, du musst da raus aus dem Haus, aus der Wohnung. Ja. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und Kraft, Heike. Dankeschön. Von Herzen, alles Gute. Ich bedanke mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja, und ich freue mich, dass das Gespräch zu Ende geführt worden ist, dass du es geschafft hast, es durchzustehen. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, heute ist wieder mal der Tag, das kommt so einmal im Jahr vor, wo ich mein Handy vergessen habe auszuschalten. Deswegen werde ich das gleich jetzt mal hier machen. Nicht, dass wir während der Sendung gestört werden und es hier piepst. Hört ihr das? So, jetzt ist es aus. So, jetzt machen wir weiter mit Eva. Eva ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Eva. Ja. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich habe heute das erste Mal versucht. Und hey, ungleich geschafft. Genau. Ja, mein Problem ist die Gewissensfrage, mit der ich halt seit längerer Zeit zu kämpfen habe. Die Gewissensfrage? Ja. Lass mich raten, es geht um Liebe. Nein, ist was ganz anderes. Oh. Es geht um meine Mutter, die ist seit fast 6 Jahren, also seit 98, schwer erkrankt an einem Herzinfarkt. Mhm. Sie hat, wie gesagt, seit vor 6 Jahren einen Herzinfarkt erlitten und das Gehirn wurde halt nicht mit Sauerstoff ausreichend versorgt. Mhm. Und dadurch sind halt Gehirnzellen zerstört und die Folgeschäden sind, sie hat es überlebt, was uns natürlich alle erfreut hat. Sie lag halt 2 Wochen im Koma und die Ärzte gaben halt sehr wenig Hoffnung, dass sie halt überhaupt überleben wird. Wie alt ist deine Mama? Die ist 54. Ja. Ja, sie hat überlebt und die Folgeschäden sind, dass sie gar kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat. Mhm. Es ist halt unheimlich schwierig, weil sie wiederholt sich ständig. Aber sie lebt jetzt in der Wohnung? Ich habe mich dafür entschieden damals, ich war halt vor 6 Jahren, war ich 19, habe mich entschieden, dass ich halt meine Mutter versorgen werde und dass ich halt für sie bin. Also du lebst zusammen mit ihr in einer Wohnung? Ja, meine Schwester ist noch da, sie ist 15, also meine Eltern sind geschieden, das Kontakt besteht nicht zu meinem Vater, er hat sich komplett aus der Familie zurückgezogen. Das heißt, ihr beiden Mädels, die 15-Jährige und du, ihr kümmert euch um die Mutter? Ja, genau. Ja. Was ja, schon, will ich mal zwischendurch mal sagen, finde ich schon mal sehr toll, dass du das machst. Ja, aber es ist halt sehr schwierig, weil wir sind halt beide jung, wir möchten irgendwo auch unser Leben leben. Mhm. Ich gehe zurzeit, besuche ich ein Abendgymnasium, mache mein Abitur noch nach. Ja. Und das heißt, du bist ja eingespannt, du hast tagsüber deinen Beruf? Nee, ich kümmere mich den ganzen Tag um meine Mutter. Ach so. Und abends besuche ich meine Schule. Umreiße das doch mal, wie bedürftig sie ist, damit man das versteht. Liegt sie oder kann sie... Nein, sie ist nicht bettlägerisch, sie ist halt körperlich komplett gesund. Ja. Sie kann auch allein zur Toilette gehen? Ja, das geht, also sie kann sich halt nicht selbst anziehen. Sie kann sich schon halb selbst anziehen, aber sie braucht halt immer Anweisungen, was sie zu machen hat jetzt. Mhm. Wie halt ein kleines Kind, was... Kann sie sprechen? Sie spricht ganz normal und erzählt halt auch Geschichten, was halt vor 20 Jahren war. Also das ist komplett noch da. Mhm. Aber das Kurzzeitgedächtnis ist... weg. Ja, also das, was man ihr gerade gesagt hat, hat sie in 3 Minuten wieder vergessen. Genau, ja. Das ist natürlich, wer Verwandte oder Menschen kennt, die so eine Krankheit haben oder so betroffen sind, das ist für die Angehörigen sehr, sehr schwer. Ja. Sehr schwer. Ja, das Problem ist einfach, ich habe noch einen älteren Bruder, der ist 30, da hat sich
Also alle Verwandtschaft hat sich irgendwie zurückgezogen. Mhm. Also wir haben zwar alle Kontakt und mhm. sie besuchen uns irgendwie einmal die Woche oder ein paar Mal im Monat, ja gut, aber keiner will halt die Aufgabe übernehmen, verstehe. Dass... Mhm. Aber das letztendlich, Eva, heißt das so, dass ihr die Mama eigentlich nie allein lassen könnt, ne? Nee, also... Es muss immer eine da sein und genau. Sich und dann ist es auch okay, wenn jemand da ist, ja. Ne, wahrscheinlich. Ja. Weiß sie um ihren Zustand? Kann man mit ihr... Ja, sie ist sich dessen bewusst. Sie weiß genau, mhm. dass sie halt damals sehr gut beruflich dastand, ja. dass sie halt... Was das natürlich noch schwieriger macht für sie, weil sie dann ja auch weiß, dass sie eine Last in Anführungszeichen ist. Ja, sie weint auch oft, dass sie die Last für uns ist. Ja. Sie möchte ja. das nicht mehr, aber... Du hast du gerade gesagt, es geht um eine Gewissensfrage. Ja, genau, meine Gewissensfrage. Wie lautet die? Also wenn ich mein Abitur habe, beruflich habe ich meine Ziele halt, dass ich halt irgendwann mal studiere nächstes Jahr wahrscheinlich. Mhm. Ich müsste dann in eine andere Stadt ziehen, um mich dann halt auch auf meinen Beruf zu konzentrieren. Meine Schwester könnte ich natürlich nicht mit meiner Mutter, wenn sie 15, 16, nächstes Jahr ist sie 16, könnte ich sie natürlich nicht mhm. mit meiner Mutter alleine lassen. Sie müsste dann irgendwo ins Heim. Mhm. Und das ist halt mein Gewissen sagt halt irgendwo, ich müsste mich halt für meine Mutter opfern und ja. In der Tat ist das ist wirklich eine Gewissensfrage. Mhm. Du sagst, du musst in eine andere Stadt. Ich frage es jetzt einfach mal so, wäre es möglich, dass du da studierst, wo du jetzt bist? Oder wo ihr seid? Nee, das ist halt nicht möglich. Das ist dann halt 60 Kilometer entfernt, aber ja. ich könnte halt nicht jeden Abend, das wäre halt auch wieder anstrengend für mich, ich könnte das Studium dann nicht irgendwie so richtig konzentriert durchziehen. Wenn ja, ich, und vor allen Dingen, es müsste ja auch jemand dann bei ihr sein, während du in der Universität bist. Genau, ne? So ist es, ja. Mhm. Wie ist es finanziell? Wäre es möglich, dass man vielleicht so einen Mittelweg findet, dass sie nicht ins Heim geht, dass sie schon bei dir ist, aber das tagsüber beispielsweise oder für viele Stunden ein Betreuer zu ihr kommt? Wäre das denkbar? Das ist sehr kostspielig. Das habe ich auch schon mal gedacht, aber das wäre halt, man müsste halt ein Leben lang irgendwo auch, ich könnte mein Leben irgendwo nicht, es geht auch um, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal auch mit meinem Freund zusammenziehen. Ich möchte irgendwo auch mein Leben leben, aber also das ist halt ja, ich verstehe. Immer die Frage stellt sich dann. Ist das möglich, auch über sowas mit der Mutter zu reden? Oder geht das nicht mehr? Versteht sie das nicht? Das versteht sie nicht. Mhm. Nein. Sie meint dann, es geht alle, ich werde schon alleine klarkommen, aber das versteht sie nicht, nein. Mhm. Was würde das für sie bedeuten, in ein Heim zu kommen? Dessen ist sie sich schon bewusst. Das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, da fängt sie direkt an zu weinen. Das möchte ich. Oh Eva, das ist aber wirklich eine Frage, wo man eigentlich als Außenstehender gar keinen weisen Rat geben kann. Auf der einen Seite fühlt man die Verantwortung für die Mutter und würde sich vielleicht auch immer Vorwürfe machen, wenn sie unglücklich ist in einem Heim. Mhm. Man fühlt auch die Pflicht, dass man sich halt für die Eltern dass man sich um die Eltern kümmern muss, so wie die Eltern sich um uns, als wir genau. Kinder waren, ja auch gekümmert also haben, ohne Wenn und Aber. Hat sich scheiden lassen, hat uns halt alleine erzogen. Mhm. Und, da muss man ja auch immer berücksichtigen, wie viel opfern Eltern manchmal für ihre Kinder. Ja. Ne? Und dann sagt man sich, also muss ich als Kind ja vielleicht auch vieles opfern. Nur das ist auf halt der anderen Seite, eine Lebensaufgabe, dass wir halt... Klar. Auf der anderen Seite verstehe ich dich natürlich auch. Du bist 25 und willst auch beruflich irgendwie weiterkommen, auch was machen. Ja. Und, also ich sagte, ich kann auch aufgrund von Erfahrungen aus dem Verwandtenbereich, finde ich es ganz schlimm, Menschen in ein Heim zu schicken, die das nicht möchten. Genau. Das finde ich herzzerreißend. Find ja, ich vor allem die Altersgruppe ist ganz anders. Das sind halt ältere Leute. Meine Mutter ist erst 50. Das kommt hinzu dann auch noch, ja. 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 Deswegen war gerade meine spontane Überlegung, kann man nicht irgendeinen Mittelweg finden, dass ihr, wie ist denn deine junge Schwester so drauf, dass ihr beiden euch das vielleicht plus Pflegekraft irgendwie aufteilt und dass er die Mama mit dahin nimmt, wo du studierst oder, weißt du, man muss jetzt alles Mögliche vielleicht mal überlegen. Ja. Also immerhin seid ihr zwei Mädels. Das ist genau. Ja schon mal gut, ist ja schon mal wichtig. Und wie ist die Kleine denn drauf? Sie unterstützt mich schon sehr, aber sie ist halt,
sie braucht ja auch selbst Unterstützung, sie braucht ja selbst irgendwo ältere Person, die sie halt irgendwo den Weg weist und gut, also muss halt auch ihre Aufgaben, also die Pflichten der Eltern irgendwie übernehmen, was Elternsprechtage und alles Mögliche betrifft. Ja, also. Aber immerhin ist sie ja dann auch schon bald 16, das ist ja auch schon ein gutes Alter. Also ich sage jetzt mal, ohne eure Verhältnisse da jetzt so zu kennen, ich finde es eigentlich schlimm, die Mama ins Heim zu gehen. Ja. Gäbe es nicht, ein bisschen Zeit habt ihr ja auch noch. Ja. Vielleicht wirklich ein ich sag, wie ich es gerade schon gesagt habe, so ein Dreiermodell, dass ihr beiden Mädchen plus irgendwie eine Betreuungskraft, dass ihr euch das aufteilt. Und die Mutter fühlt sich, das Wichtigste ist ja auch, dass die Mama sich in ihrer kleinen, eingeschränkten Welt, dass sie sich da wohlfühlt. Ja, sie fühlt sich mit uns am wohlsten, das ist klar. Ja. So, aber natürlich sollt ihr euer Leben auch nicht vergessen darüber. Also wenn es irgendein Mittel gibt. Also das belastet mich auch selbst psychisch sehr. Das glaube ich. Das geht nicht an mir so vorbei. Glaube ich. Weißt du, man muss ja auch immer überlegen, man muss ja immer noch weiterdenken. Wenn du dich jetzt entscheiden würdest für das Heim. Heute bist du 25. Wie denkst du darüber, wenn du mal 50 bist? Ja, also ich wäre selbst nicht glücklich damit, wenn sie ins Heim kämen. Ne? Ich finde, man muss immer so Entscheidungen treffen, zu denen man auch viele Jahre später noch stehen kann. Das stimmt. Insofern überlegt mal, ob es nicht irgendeinen Kompromiss, einen Kompromiss gibt, wo alle ganz, ganz gut wegkommen. Das Optimale wird es nicht geben, aber das mehr kann ich dazu nicht sagen, Eva. Es gibt keinen klaren Rat in die ein oder andere Richtung. Mhm. Okay. Und ich finde auch, dass du das vielleicht noch intensiver auch noch mit deiner Schwester, ich meine, die ist ja nur 16, ist ja auch kein Kind mehr, dass ihr das auch noch weiter bereden solltet und dass ihr wirklich so ein Team seid, ihr beiden, wo schon die anderen alle... Ja gut, aber das wäre halt irgendwie, auch wenn eine Person hier wäre, die Mutter tagsüber betreut, aber irgendwo ist die Aufgabe, man ist immer gebunden, man kann nicht irgendwie entscheiden, man fährt irgendwie in Urlaub, man fährt irgendwann... Ja, aber ihr seid zwei. Ja. Ne? Das ist schon mal, wenn du jetzt ganz alleine wärst, ist es noch härter, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Liebe Eva, auf dass du die richtige Entscheidung fällst. Okay. Für dich, für die Mama und für die Schwester. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Andreas, 40 Jahre alt. Grüß dich. Ja, guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Dein Thema. Schön, dass es da eine Sendung gibt. Da kann man mal so ein bisschen seinen seelischen Müll abladen. Ich würde das nicht Müll nennen, zum Beispiel, was gerade die Eva erzählt hat. Nein, natürlich nicht Müll, aber weißt, was ich meine. Ja, und was geht's denn bei dir? Bitte? Um was geht es denn bei dir? Ja, mein Problem ist folgendes. Es geht um das Thema der althergebrachten Werte. Ich bin seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Ich habe 2 kleine Kinder. Mhm. Aber das Liebesleben mit meiner Frau lässt ziemlich zu wünschen übrig. Mhm. Und das schon seit einiger Zeit. Ich habe mit dem Thema nie hinter dem Berg gehalten. Ich habe das mit ihr angesprochen. Wie lange ist das denn schon so ein bisschen flau? Sagen wir 5 Jahre. Schon 5 Jahre? Ja. Mhm. Ich habe nie einen Seitensprung gemacht. Mhm. Ich habe zwar dran gedacht, aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Dann habe ich das mehrmals mit ihr besprochen und habe ihr auch gesagt, also wenn sich in unserer Beziehung in der Hinsicht nichts ändert, könnte es passieren, dass ich sie mal betrüge. Mhm. Das wurde mehr oder weniger mit einem Achselzucken hingenommen. Lass mich mal noch was fragen, Andreas. Bitte? Lass mich noch was fragen. Zur Klärung der Grundgeschichte. Empfindest du es nur seit 5 Jahren als flau oder sie auch? Ich glaube, ich. Ja, gut. Für sie scheint es so in dem absolut normalen Bereich zu liegen. Ja. So, jetzt hast du angedeutet, es kann mal passieren, wenn es nicht besser wird. Ja. Sie hat es einfach irgendwie so hingenommen. Im Prinzip ja. Ja. Ist es passiert? Es ist passiert. Wann? Die letzten 2 Jahre. Oh, 2 Jahre. Ja. Wie oft? Na, 20 Mal. Mit immer derselben Frau oder verschiedene? Nein, verschiedene. Aber das waren einfach so Sexgeschichten, wo du dir irgendjemanden geholt hast? Ganz genau. Ja. Das funktioniert in unserer heutigen Zeit auch relativ einfach. Ja. Nur mittlerweile stellt sich mir die Frage, ob man wirklich jetzt noch an diesen althergebrachten Werten, an die ich eigentlich auch immer geglaubt habe, nämlich eine Ehe aufrechtzuerhalten, und zwar nicht nur wegen der Kinder, ob das ratsam ist, ob man das so durchziehen soll oder ob man eigentlich mehr auf seine eigenen Bedürfnisse hören sollte. Also auf dieser Basis, die sich jetzt ergeben hat, sollte man sie mit Sicherheit nicht weiter durchziehen. Weiß deine Frau das? Nein. Sie weiß es nicht? Nein. Hast du auch noch Sex mit deiner Frau? Sehr selten. Hm.
Wenn man von alten Werten redet, unterstellt man ja, dass es gute Werte sind. Richtig. Hm? So. Und ich halte es für keinen erstrebenswerten Wert, eine Ehe zu führen und 2 Jahre permanent fremd zu gehen, die Frau zu belügen. Ich mache dir jetzt gar keinen Vorwurf, aber stimmt ja alles nicht. Doch, ich mache dir auch einen gewissen Vorwurf, aber dazu später. Da ist ja alles nicht stimmig. Also ist das ja, das ist es ja nicht wert, dass man das weiterlebt, so, finde ich. Weil es nicht ehrlich ist. Es ist nicht ehrlich, aber ich habe eigentlich immer versucht, ehrlich zu sein, weil ich sie auf die Situation hingewiesen habe. Das finde ich auch gut, kann. Ja, das finde ich auch gut. Mhm. Und ich meine, ich habe ja auch versucht, verschiedene Anstrengungen zu unternehmen. Ich habe. Aber dann hättest du es beispielsweise, hättest du es ihr auch sagen können, pass auf, jetzt ist es passiert. Ich hab Sex gehabt. Hast du 2 Jahre nicht gemacht, warum? Vielleicht, weil man insgeheim als Mann auch die finanziellen Nachteile sieht, die sich durch eine Scheidung ergeben. Oh. Das ist ja in diesem Land, also bei dieser Gesetzgebung, nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Also du bist im Prinzip, egal aus welcher Situation heraus, finanziell ruiniert, wenn du eine Scheidung anreichst. Da kannst du machen, was du willst. Finanziell ruiniert? So krass? Ja, schau dir mal die Gesetzgebung an, nimm dir mal ein paar Beispielurteile und dann weißt du, was ich meine. Ja. Gut, dass das nicht so glimpflich abgeht, ist mir schon völlig klar. Aber dennoch, da bin ich wieder Idealist. Und Stichwort Werte. Ich finde, das darf kein Argument sein, das Geld. Mhm. Das Geld darf kein Argument sein für unredliches Verhalten, sagen wir es mal so. Also ich habe jetzt bei dir angerufen, weil ich mal eine rein objektive und keine subjektive Meinung habe. Doch, die ist auch völlig so. Nein, die würde ich immer nur eine subjektive hören. Die hörst du bei mir auch, Andreas. Ich bin auch ein ganz, ich sage es auch subjektiv, wie ich es empfinde. Ich bin dir völlig fremd. Insofern ist es vielleicht interessant, dass ein Fremder dir seine Meinung sagt. Ja. Objektiv ist meine Meinung natürlich auch nicht. Wer bin ich denn? Ja gut, aber du kennst die näheren Begleitumstände nicht. Und, ja. Die wäre mir eigentlich wertvoller als jetzt eine Meinung aus meinem näheren Bekannten. Ich verstehe, das kann ich nachvollziehen. Was wäre denn, spielen wir mal ein paar Sachen durch. Was wäre, wenn du deiner Frau das erzählen würdest, was abgegangen ist in den letzten 2 Jahren? Sehr wahrscheinlich wäre sie tief betroffen, was ich natürlich auch wäre im umgekehrten Fall. Mhm. Eventuell könnte sich ergeben, dass es keine Scheidung gibt, aber wie das Weiterleben dann aussieht. Könnte ich mir jetzt so nicht ausmalen. Ja, genau. Es gibt ja noch andere Modelle als gleich die krasse Entwicklung hin zu einer Entscheidung. Man könnte sich auch irgendwie einigen, dass man irgendwie eine offene Ehe führt, eine offene Beziehung und man rauft sich zusammen, weil man Verantwortung trägt für die Kinder und so weiter. Mhm. Du hast es, ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du hast gesagt, ich habe es meiner Frau damals gesagt, dass es mit dem Sex nicht mehr so toll ist und ich habe sie sogar mehr oder weniger gewarnt, es könnte sein, dass ich fremd gehe. Ja, richtig. Ist es dabei geblieben oder habt ihr auch noch mal eingehender gesprochen? Beispielsweise hast du ihr erklärt, warum du keine Lust mehr auf Sex mit ihr hast? Oder weißt du das überhaupt? Das ist falsch. Das ist falsch. Ich habe ja Lust auf Sex mit ihr. Ach so, du hast Lust auf Sex? Natürlich. Ich dachte, das wäre irgendwie, die Leidenschaft wäre, die Luft wäre raus. Also von meiner Seite her in keinster Weise. Und woran liegt das dann, dass das nicht funktioniert sexuell zwischen euch beiden? Wenn sie auch will, du hast ja gerade gesagt, dass sie... Nein, sie will ja gar nicht. Ach so, dann haben wir es missverstanden. Ja, dann haben wir es missverstanden. Dann haben wir es gerade missverstanden. Ja. Ich denke mal, die ganzen Altersprobleme, insofern sie sie als Probleme sieht, die scheinen sie wohl mehr oder weniger zu erschlagen. Ich habe unglaublich viel Anstrengung genommen. Ich habe Wellnesswochenende gebucht in einem Romantikhotel. Ich habe die Kinder zu einem Babysitter gegeben. Mhm. Ich habe mal schöne Wäsche gekauft, etc., etc. Mhm. Und bin damit praktisch immer nur gegen eine Wand gelaufen. Aha. Und auch mit all den Gesprächen, die ich vorher geführt habe. Es ist nicht so, dass ich meine Frau einfach hinterrücks hintergangen habe. Liebst du diese, deine Frau noch? Liebe ist ein ziemlich breit gefächertes Band. Das ist eine Antwort. Also nein. Nicht im Ich glaube nicht mehr. Ich glaube eher, dass ich noch mit ihr zusammen bin, aus Verantwortung den Kindern gegenüber. Mhm. Also genau, das kann man ja mal so mal fragen, wenn die Kinder nicht da wären und wenn ihr nicht verheiratet wärt, kann man ja mal als Gedanke denken, wärt ihr nicht zusammen mehr? Nein. Mhm. Gab es mal die Überlegung für euch damals, als du es gesagt hast oder vielleicht immer wieder mal, dass ihr euch auch von außen Hilfe sucht, dass ihr zu einer Eheberatung geht? Das hatte ich mal vorgeschlagen, aber das fand sie als nicht nötig. Aha. Also sie wehrt immer ab, ne? Genau.
Sie also ich will jetzt nicht dastehen hier als der läufische Gockel, sondern ich habe wirklich versucht, etwas in diese Beziehung, in diese Ehe hinein zu investieren. Das höre ich ja. Ich höre auch, dass du dich bemüht hast. Und ja, ich stoße da oder ich komme da auf keinen fruchtbaren Boden. Du hast gerade gesagt, du erklärst dir das eventuell damit, dass sie irgendwie vom Alltag so belastet ist, deswegen hat sie keine große Sexlust mehr. Kannst du das noch ein bisschen näher erklären? Gut, wenn du zwei Kinder hast, du hast einen Haushalt zu führen, hast noch einen Teilzeitjob, dann hast du natürlich gewisse Verpflichtungen, denen du nachkommen musst. Das ist völlig verständlich, auch in meinen Augen. Klar, dennoch, das haben viele Frauen und das klappt wunderbar in der Ehe. Ja, ich habe halt die Fähigkeit, mich dann irgendwo mal auszukoppeln und zu sagen, diese halbe Stunde, diese ganze Stunde, die nehme ich nur für mich und dann kann ich das machen. Meine Frau, die kann das halt nun mal leider nicht. So, Andreas, die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ja. Also dieses Modell, wie es jetzt gelaufen ist, finde ich nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Was kann man machen? Du hast alles Mögliche schon unternommen. Du hast auch sogar die Eheberatung ins Spiel gebracht. Das wollte sie auch nicht. Vielleicht würde sie es wollen, wenn sie merkt, wie ernst es ist. Wäre das denkbar? Das wäre schon denkbar. Nur ich möchte da eigentlich kein Prozedere jetzt auftischen und dann sagen, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das nachvollziehen soll oder wie ich das überhaupt darstellen soll. Nein, die Grundfrage ist natürlich, willst du das überhaupt noch? Hast du noch so ein Interesse an der Beziehung, dass du dich nochmal in eine Beratungssituation begibst und da geht es ja dann auch ans Eingemachte? Das ist ja das Merkwürdige an meiner Position. Irgendwo in meinem tiefsten Innern finde ich immer noch einen kleinen Kern, der mir sagt, jetzt probierst du es doch nochmal, jetzt gibst du doch nochmal eine Chance. Ich befürchte nur, dass ich in 10 Jahren immer noch sagen werde, jetzt gibst du doch nochmal eine Chance. Also, so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. 2 Jahre fremdgegangen. Entweder rührst du alles nochmal richtig auf und machst nochmal Dampf und sagst, ich will, dass wir uns nochmal zusammenraufen, lass uns etwas unternehmen, sonst kann ich nicht mehr. Oder du machst es gleich radikal und trennst dich von deiner Frau und versuchst mit ihr vielleicht eine Lösung zu finden, die nicht gleich auf eine Scheidung hinausgeht. Das klingt vernünftiger. Ja, das sind die sehe ich so spontan so die drei Möglichkeiten. Wobei ich die zweite, die eine, dass ihr nochmal vielleicht es versucht, vielleicht doch, weißt du, und wenn aus dem Versuch herauskäme, dass ihr beiden einfach, dass wirklich die Zeit rum ist für euch beide als Ehepaar und beide das einsehen würden, wäre das ja auch schon ein guter Erfolg. Im Prinzip wäre es schon ein weiterer Schritt, ja. So, jetzt legst du bitte auf. Ja. Dann ruft dich meine Psychologin nochmal an und die vermittelt dir noch ein paar für dich interessante Adressen und Telefonnummern. Dann kannst du entscheiden, wie du damit umgehst. Ich danke dir. Alles Gute, Andreas. Schönen Abend noch. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051 und hier ist Roberto. Roberto ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roberto. Das klingt so italienisch. Wie bitte? Das klingt, ist nicht italienisch. Nein. Ja, Roberto, um was geht's denn? Ja, ich habe ein Thema gefunden, was mich ein bisschen aufregt. Und zwar habe ich nur die Überschriften überall gelesen in den Boulevard-Zeitschriften darüber, dass die eine junge Schauspielerin, die jetzt bei der Berlinale ausgezeichnet wurde, ich glaube, sie hat eine Türkin verkörpert, dass sie früher Sexfilme gedreht hat. Ist es so? Das weiß ich gar nicht. Ja, also ich habe mir den Artikel nicht direkt durchgelesen. Ja. Aber was mich einfach so tierisch annervt, ist, dass manche Printmedien oder auch allgemein Fernsehen über Leute herzieht, die sowas in ihrer Jugend gemacht haben, beziehungsweise noch machen. Mhm. Das ist einfach eine doppelte Moral von die mich einfach tierisch annervt. Ja. Also ich habe diese Artikel explizit nicht gelesen, dass dieses Mädel früher Porno-Darstellerin oder Sexfilme gemacht hat. Und das kritisiert man, so weil ich mitbekommen habe, ist dieser Film doch hochgelobt worden. Ja, genau. Ja. Genau. Man kritisiert aber, dass die Frau früher mal sowas gemacht hat. Genau. Ja. Ich muss dazu sagen, mich nervt es einfach auch an, weil ich selber in meiner Freizeit Pornodarsteller bin. Ach so. Ach so. Ja. Weht der Wind natürlich noch von einer ganz anderen Seite. Ja. Also, wie gesagt, diese doppelte Moral, die kotzt mich einfach an. Gebe ich dir völlig recht. Ist mir drissegal, was das Mädel früher gemacht hat. Wenn ich diesen Film beurteilen soll, entweder ist es eine gute Schauspielerin oder ist es nicht eine gute Schauspielerin. Was die früher gemacht hat, interessiert mich nicht. Überhaupt nicht.
Genau. Gebe ich dir völlig recht. Du bist Pornodarsteller in deiner Freizeit oder ist das so? Hauptsächlich in meiner Freizeit. Also ich mache das nicht beruflich. Ja, ich habe einen normalen Job. Und was machst du im Leben, im normalen Leben? Im normalen Leben bin ich Mechaniker. Ach so. Krasser Gegensatz. Ja, wie, und dann bist du als Hobby machst du Pornofilme? Träumen doch viele von. Ist es traumhaft oder ist es einfach nur ein Job? Es kommt darauf an, für welche Produktion man arbeitet. Und Traum, Job, ja, hin oder her. Also es kommt darauf an, man muss darauf stehen, ehrlich gesagt. Ja. Wie lange machst du schon? Also ich mache das circa 3 Jahre. Ach schon, 3 Jahre. Und wie bist du daran gekommen? Durch Zeitungsannoncen. Klassische Sache. Annonce angerufen und dann heterosexuelle Pornos. Ja, auf jeden Fall. Ja, entschuldige die Frage. Ja, also heterosexuelle Pornos. Macht dir das Spaß noch nach 3 Jahren oder ist es wirklich so, dass du da hingehst und denkst, na gut, jetzt heute Abend ist mein Job, kriege ich gut Kohle für und ich zieh's durch? Oder ist da eine sexuelle Lust bei? Muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass mir das schon antörnt, vor der Kamera zu haben. Ach so, das ist Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun können oder wollen. Ach so, das heißt, das ist so ein bisschen auch so eine exhibitionistische Ader, die du hast. Dass du also vor so einer Kamera, vor der ich hier auch sitze, die vorstellen, dass du davor agierst, ist für dich, oder du machst es dann ja auch, ist für dich schon erregend. Ja, schon. Irgendwie schon, ja. Ja. Verdient man denn da viel bei? Was hast du denn so im Monat nebenher, wenn du mir das sagen magst? Über Finanzen rede ich nicht so gern. Okay, aber es lohnt sich schon. Es lohnt sich schon, ja. Wenn ich vielleicht auch noch fragen darf, verdienst du als Pornodarsteller nebenher mehr, als du als Mechaniker in deinem normalen Beruf verdienst? Nein, also als Darsteller, wie gesagt, es kommt auf die Produktion an und für eine Produktion wie Private zum Beispiel oder so, sich eine ordentliche Darstellergage leisten können, da verdient man natürlich mehr, als man einen normalen Job verdienen würde. Wissen das so deine Kumpels, deine Familie? Ist das bekannt, dass du als Pornodarsteller arbeitest? Teilweise in meinem Freundeskreis ist das schon bekannt. Ja. Und mein Freundeskreis setzt sich hauptsächlich auch aus der Branche zusammen. Ach so. Und die Familie? Familie, weiß ich nicht, ob die es wissen. Also ich habe schon relativ lange keinen Kontakt mehr. Und die Kumpels in der Werkstatt, wissen die das auch? Jein. Also das ist eine riesen Gaudi, wenn die dann sich irgendwann mal ein Videofilm oder einen Film ausleihen und sehen dann den Roberto in voller Aktion da. Ist mir schon teilweise passiert, ja. Aber ist dir egal, ist dein Job? Also mir ist es ehrlich gesagt egal, was andere über mich denken, weil ich habe Spaß an der Sache und wie gesagt, mache halt auch Dinge, die andere nicht machen würden. Ne? Also ich habe größtenteils Freunde, die sagen, okay, ich bin zwar die Kanone im Bett, aber ich könnte das nie vor der Kamera. Mhm. Aber du kannst das. Kriegst du denn, indiskrete Frage, aber interessiert uns ja doch nur alle, kriegst du immer einen Hoch vor der Kamera? Bis jetzt habe ich noch nicht versagt. Ehrlich? Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Da ist eine Kamera, da sind doch viele Leute, Mitarbeiter um dich herum, der Beleuchter, und der Aufnahmeleiter, weiß ich was alles. Und da ist vielleicht noch eine Frau, die riecht nicht gut oder die riecht nicht in deinem Sinne. Und da musst du da den Racker raushängen lassen. Das funktioniert immer? Naja, sagen wir mal so, die Produktion, für die ich hier arbeite, die ist relativ klein. Also da hat man nicht so 10, 20 Leute am Platz, sondern also die Beleuchtung steht von allein und dann gibt es meistens so einen Kameramann und noch einen Assistenten. Achso, und da kennt man sich unter Umständen schon und dann ist es nicht so ganz schlimm. Das ist nicht ganz schlimm. Wird denn, oder ich frage dich, hilfst du auch schon mal ein bisschen nach mit diversen Präparaten, Stichwort Viagra? Nein, also bis jetzt habe ich noch nie Viagra genommen. Achso, weil ich schon mal gehört habe, so aus der Pornobranche, dass man das doch sehr heftig da konsumiert, um standfest zu sein und zu bleiben. Du nicht? Nee, ich nicht. Nee. Also ich kann jetzt für niemand anders sprechen und ich will auch für niemand anders sprechen. Also das ist deren Sache. Und jetzt sind wir ganz intensiv auf dich zu sprechen gekommen, aber dein Anliegen war ja gewesen, dass du diese doppelte Moral sehr kritisierst und kritisiert hast. Ja, genau. Wie ich finde, auch zu Recht. Ich finde das einfach Quark, dass also dieses eine Boulevardmagazin, wovon ich jetzt spreche, mit den 4 großen Buchstaben oder 5 großen Buchstaben.
Das ist einfach nervig. Auf der einen Seite haben sie immer auf Seite 1 ein nacktes Mädel und dann oben drüber sind dann halt diese riesen Aufmacher, wo dann halt über manche Leute hergezogen wird und das nervt mich einfach tierisch an. Ja, gut, also. Ich sehe es genauso wie du. Wir verfolgen mal den Fall und ich werde es jetzt auch mal ein bisschen intensiver lesen, was da noch alles so ans Tageslicht kommt und sehe aber inhaltlich das genauso wie du. Ja, also wie gesagt, das ist einfach Quark und es gibt auch Darstellerinnen, die auch schauspielerische Qualitäten haben, ne, und die versuchen wirklich einen Fuß reinzukriegen. Gibt es denn eigentlich, ich überlege gerade, gibt es eine mittlerweile sehr anerkannte und berühmte Schauspielerin, beispielsweise in Deutschland oder sogar international, die mal Pornos da war oder Pornos gedreht hat? Bestimmt, ne? Ich weiß, mir fällt keine ein. Also es gab eine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt momentan richtig groß Fuß gefasst hat, aber das ist halt die Gina Wildner, also die jetzt wirklich mit Ach und Krach versucht, in seriöse Fach zu wechseln. Nein, ich meine, das ist ja noch nicht gelungen. Ich meine, so eine richtig etablierte Schauspielerin, groß ausgezeichnet, die irgendwann vielleicht mal so angefangen hat. Tracy Lords. Ist es so? Also deutsch ist sie nicht, aber Tracy Lords, die war früher in den 80er Jahren eine Pornodarstellerin, war auch sehr bekannt und hat auch sehr viele Filme gemacht und die hat auch teilweise relativ große Projekte. Tommyknocker zum Beispiel von Stephen King oder andere Filme. Also, so läuft es. Ich danke für deinen Anruf, Roberto. Alles Gute. Ich danke dir, dass du mit mir geredet hast. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Und hier ist Hannelore. Hannelore ist 59. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, und zwar, es geht um meinen Mann. Ja. Ich bin seit 23 Jahren mit ihm verheiratet. Ja. Und er führt seit vielen Jahren ein Doppelleben. Mit wem? Oder mit was? Mit einer anderen Frau. Mit einer anderen Frau. Seit vielen Jahren. Auch mit der Frau 3 Kinder. Ach. Ja. Das weißt du alles? Das weiß ich inzwischen, ja. Moment mal. Das geht ja dann schon seit wie vielen Jahren genau geht das, dieses Doppelleben? Das kann ich nicht so genau sagen. Und zwar das älteste Kind wird 14. Also verdammt also lang, ne? Also mindestens 15 Jahre. Und kann auch schon etwas früher sein, weiß ich nicht. Und wie ist das raus? Wie hast du das rausbekommen? Sein gesamtes Verhalten mir gegenüber. Er war, also ich muss dazu sagen, er ist Ausländer. Mhm. So. Und wir haben uns kennengelernt, wir waren 4 Jahre zusammen, haben dann geheiratet und jetzt sind wir inzwischen 23 Jahre verheiratet. Habt ihr auch Kinder? Nein, ja. Leider nicht. Mhm. So, Frage war, wie du das rausgekriegt hast. Ja, so, und ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, dass da was ist. Und ich hatte auch Träume, ich habe die Frau gesehen, ich habe 3 Kinder gesehen. Und diese Frau hat mich angeguckt und immer gesagt, ach, du bist die Frau aus Deutschland, geh nach Hause, lass meine Familie in Ruhe. Ach so, er hat die Frau und die Kinder im Ausland? Im Ausland, ja. Da, wo er herkommt? Ganz genau. Woher kommt er? Aus Afrika. Aus Afrika? Ja. Ach so. Mhm. Ja, und ich war einmal mit in Urlaub gewesen, ich fand das Land sowas von wunderschön. Ja. Ich habe gesagt, hier möchte ich mal leben und auch sterben. Ja. Also ich war so fasziniert, also es hält mich bis heute fest. Was ja ein großes Kompliment für seine Heimat ist, ne? Ganz wenn, genau, wenn du das ja. sagst. Ja, und er hat auch immer gesagt, ja, wir bauen und wir gehen zurück in meine Heimat. Und dass unser ganzes Streben war immer in seine Heimat. Mhm. Alles, was an Geld da war, wurde zurückgelegt. Ich habe mir die ganzen Jahre, ja, solange wir zusammen sind, ein einziges Mal Urlaub gemacht. Ja, jetzt ist es, Hannelore, doch bestimmt durch irgendein Ereignis dann doch aufgeflogen, richtig? Ganz was, genau. Was war das? Er ist streng katholisch, ja? Hat sich so einen Gebetszettel geschrieben und ich kann nicht gut Englisch mehr verstehen als lesen und schreiben. Mhm. Und habe nach seinen Gebetszettel gefunden und ich gucke, Children, wieso das heißt Kinder? Mhm. Was hat der mit Kindern zu tun? Mhm. Und dann habe ich mir das abgeschrieben und bin zu einer Bekannten und habe mir das übersetzen lassen. Ja. Und da hat er Gott gebeten, dass er ihm Unterhalt geben soll für seine Kinder, dass er den Unterhalt für seine Kinder zahlen kann. Wie lange liegt diese Entdeckung zurück? Das ist jetzt ein knappes Jahr. Erst ein Jahr? Ja. Hat er es dann zugegeben? Nein, noch nicht. Noch nicht. Immer noch abgestritten. Aber bis heute hat er es zugegeben? Jetzt musste er ja, weil ich ihn dann damit richtig konfrontiert habe. Mann, er hat auch Gott gedankt für seine beiden Häuser, die er da fertig hat. Ja. Und er bittet Gott noch für das dritte, dass das bald fertiggestellt wird. Dass er da unten gebaut hat?
ganz genau. Das wusstest du auch nicht? Nein, gar nicht. Also es war immer die Rede, wir bauen und wir gehen zurück in seine Heimat. Stattdessen hat er alles runtergeschleust, das ganze alles, Geld? Alles, was nur möglich war, ja. Und du hast ich hier... Ich habe Kredite aufgenommen, ich habe mich hochverschuldet. Hast du auch gearbeitet die ganze Zeit? Ich habe immer gearbeitet. Und hast das Geld auch mit nach unten gegeben dann? Alles, ja. Er hat ja also in... Ja, 23 Jahre sind wir verheiratet. Davon hat er vielleicht 12, 13 Jahre gearbeitet. So, hallo, jetzt... Zeit ist er immer hin und her geflogen, um Geschäfte zu machen. Ja, und die Geschäfte, das wissen wir jetzt, was er da unter anderem auch ganz für Geschäfte genau, gemacht hat. Ja, ja, jetzt lass das mal sacken bei mir. Das ist ja ein Hammer, was du mir erzählst. Das ist mehr als ein Hammer. 23 Jahre verheiratet. Ja. Dann hat der ein Doppelleben, hat drei Kinder in Afrika, eine Frau, drei Häuser, dein ganzes Geld mit verbraten da unten, dich belogen und betrogen nach Strich und Faden, so kann man es sagen. Und gerade eben erst seit einem Jahr weißt du es. Und jetzt? Ich habe ihn noch angesprochen. Ich sage, hör zu. Ich sag, ich habe das Gefühl, du hast eine Frau in deiner Heimat und Kinder. Mhm. Ach, was du immer hast. Wer hat dir sowas gesagt? Mhm. Ich sag, das habe ich vom Gefühl her. Ich habe das geträumt. Ach, du mit deinen Träumen immer. Mhm. Ich sag, du weißt genau, dass ich sowas habe. Gut, das Ganze ich sag, ist ja, dass ich Träume habe. Es ist ja nun, es ist ja nun klar. Ich muss mal fragen, aus der Kultur, aus der er da kommt, ist es da üblich, dass Männer mehrere Frauen haben? Ja, doch. Andererseits ist er katholisch, hast du gesagt. Ne? Der Glaube verbietet ihm das ja. Aber das ist ja auch keine Entschuldigung. Darum geht es ja auch gar nicht. So, jetzt sag du mir bitte, wie du damit umgehst. Wo ist er jetzt? Hast du ihn rausgeschmissen? Hast du dich getrennt von ihm oder was ist los? Ja, wir leben räumlich getrennt. Ich bin dann gegangen, weil er immer nicht mit der Sprache rauskam. Mhm. Ich merkte ja, dass da was war. Nur ich konnte mir das nicht erklären. So, und da habe ich gesagt, hör zu, solange sich das bei uns nicht ändert, ist besser, wir trennen uns, sondern haben wir beide Zeit zu überlegen, was weiter wird. Wie lange überlegt ihr jetzt schon? Ja, 2 Jahre ungefähr. 2 Jahre? Überlegen wir schon, ja. Dann haben wir uns gerade ein bisschen mit den Jahren missverstanden, ist aber auch egal. Überlegen tue ich schon seit 2 Jahren, weil ich ja vorher immer schon das Gefühl hatte, so war es. Ne? Jetzt hast du, ich wusste es ja nicht genau, aber ich fühlte das. Nach dem, was jetzt alles rausgekommen ist und was auch faktisch auf dem Tisch liegt und er es ja auch zugegeben hat jetzt, ne? Ja. Liebst du diesen Mann noch? Ja, vom Gefühl her ja. Vom Kopf her sage ich mir nein, aber vom Gefühl her ja. Mhm. Und ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, wenn man so sagt vom Gefühl her, ist es vielleicht insofern auch noch ein bisschen nachvollziehbar, dass man das auch gar nicht irgendwie realisieren kann und will, dass man um einen Großteil seines Lebens gebracht worden ist. Ne? Ja. So muss man es ja ausdrücken. Ganz genau. Der hat dich belogen und der hat ja dein Geld weggenommen. Ne? Das muss man ja auch sehen. Ja, vor allen Dingen, ich sitze ja noch auf dem großen Schuldenberg. Mhm. Ich muss das alles noch abbezahlen. Mhm. Hat er denn einen Lösungsvorschlag gemacht? Hat er irgendwas gesagt? Komm, wir machen das jetzt so und so und so? Oder lässt Nein. Was das Geld anbelangt, das sind Kredite, die habe ich auf meinen Namen genommen. Mhm. Da steht ja sein Name nicht drauf. Mhm. Da hat er ja nichts mit zu tun. Da fühlt man sich jedenfalls wahrscheinlich... meint er das so. Da fühlt man sich wahrscheinlich völlig ausgelutscht. Ne? Aber ja. Mhm. Und auf der anderen Seite, er kommt hierher, bringt mir kleine Geschenke mit und beteuert mir, dass er mich liebt. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber du musst ihn doch auch gefragt haben, wie es jetzt weitergehen soll. Wie stellt er sich das denn vor? Wir können das so lassen, wie es ist, getrennt lebend und wir besuchen uns gegenseitig, aber direkt zusammenleben möchte er nicht mehr. Möchte er nicht mehr? Nein. Du hast lang genug. Also er muss sich erstmal über vieles im Klaren werden und er weiß selber auch noch nicht genau, was los ist. Er hat ja schließlich viele Verpflichtungen den Kindern gegenüber. Mhm. Naja, so ist das eben. Hallo, das tut mir wirklich für dich sehr, sehr leid. Weil du einen Großteil deines Lebens jetzt für den Betrüger, so wollen wir ihn ruhig mal nennen, hast opfern müssen. Ja. Und dass man da durch den Wind ist und völlig durcheinander, ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Nur also ich glaube, dass... Ich zitter förmlich innerlich, wenn ich darüber rede. Bitte? Ich sag, ich zitter förmlich innerlich, wenn ich davon rede. Das glaube ich. Es ist... Letztendlich muss auch die Linie oder das Ziel sein... Ja. Sage ich dir, das weißt du wahrscheinlich selbst, aber ich sage es dir auch von außen nochmal, dass du wegkommst von dem. Ne? Ja, irgendwie ja. Irgendwie ja, irgendwie. Ja. Mhm.
Auf der einen Seite möchte ich auch vom Kopf her, sage ich also, das ist nichts, wenn ein Mensch imstande ist, über Jahre jemanden so zu belügen, zu betrügen, obwohl man ihn angeblich liebt, kann da was nicht stimmen. Nee, aber da stimmt alles nicht. Das stimmt absolut alles nicht. Denn wenn ich wirklich einen Menschen liebe, mache ich sowas nicht. Hast du jemanden, der dich so ein bisschen unterstützt, seelisch? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ich glaube, nach so einer, das ist ja schon eine Lebenskatastrophe, die du da zu verarbeiten hast im Moment. Ja, meine Söhne, die sind sowieso gegen ihn inzwischen. Aus früherer Ehe? Aus früheren Verbindungen? Genau. Ja. Also das Verhältnis war zwischen denen immer ganz gut, aber jetzt in den letzten Jahren hat sich das drastisch verschlechtert. Ich finde, dass du jemanden haben solltest, der dir so ein bisschen beisteht in der nächsten Zeit, um auch mit dieser schweren, schlimmen Verletzung fertig zu werden, die dir da beigebracht wurde. Ich würde mal gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin weitersprichst. Ja. Die dir dann auch noch einige Tipps geben wird, wo du dich hinwenden kannst in deiner Umgebung. Ich fände es wichtig. Ich fände es wirklich wichtig, Hanno, dass du jemanden hast, den du immer als Ansprechpartner hast. Sonst wird man ja verrückt bei sowas. Genau. Ja. Oh Menschenskinder, jetzt fange ich schon wieder an zu heulen. Ja, das ist aber auch nicht schlimm. Das können alle verstehen, die jetzt zugehört haben. Ich würde an deiner Stelle auch heulen. Das ist aber ganz normal. Ja, das ist. Das leg mal auf. Du legst jetzt auf. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mit der ganzen Sache umgehen soll. Ja, deswegen meine ich das auch, dass da jemand dir beistehen soll. Hallo, du legst bitte auf. Ja. Und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Okay. Alles Gute von ganzem Herzen. Danke recht. Auf Wiederhören. Danke recht herzlich und noch einen schönen Abend. Dankeschön, Hallo. Auf Wiederhören. Danke. Wiederhören. André, 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hi, Domina. Hallo, André. Ich kann nicht treu sein. So, sagt André einfach mal so. Ja, ich habe eine 4-jährige Beziehung hinter mir, also eine Ehe mit 2 Kindern. Und seit letztes Jahr im Mai ist meine Frau das erste Mal fremdgegangen. Deine Frau ist deine Frau oder du? Meine Frau, und danach bin ich fremdgegangen. Aha. Die Frau hat angefangen? Die Frau hat angefangen. Wow, wie kam das? Habt ihr Stress in der Ehe gehabt oder wie? Es fing von vornherein schon an. Ihr Vater hatte mich damals schon von Anfang an bedroht. Tust du meine Tochter was, treffen wir uns auf dem Bismarckturm hier in Herford und ich bring dich um und so. Mhm. Naja, und dann haben wir uns gut verstanden alles. Und naja, die Ehe ist jedenfalls jetzt im Eimer. Mhm. Das heißt, sie hat einen neuen und ich habe auch eine neue. Ich habe dann im Internet geschattet gehabt mit einer, habe dann eine getroffen. Ja. Die ist 28, meine Frau ist 22. Mhm. So, und jedenfalls ist es dann so weit gekommen, dass sie jetzt immer alle 2 Wochen hierher kommt. Wer jetzt? Die neue Freundin? Die neue Freundin, genau. Ja. So, und ich dann aber die Woche, wenn sie nicht da ist, dann mit Kumpels in eine Disco gehe und Red Bull Wodka saufe und dann mit Weibern losziehe. Und abschleppst. Und abschleppen. Und es ist so weit schon gekommen, dass ich mit Frauen mir aus dem Internet geschrieben habe, dass ich auch selber schon dahin gefahren bin oder dass die hierher gekommen sind, um eine Beziehung anzufangen, will ich aber nicht, nur mit den Frauen zu poppen. Also du haust so richtig auf die... Ne, richtig. Auf die Was ich jetzt die 4 Jahre jetzt nicht hatte. So, ich will mal was sagen, André, ich will mal was sagen. Im Prinzip, finde ich, spricht da gar nichts gegen, mal richtig auch die Sau rauszulassen, wenn man sich ausleben will. Aber warum gaukelst du der einen Frau eine Beziehung vor? Das ist ja das. Die 28-Jährige, die liebe ich ja. Das glaube ich dir nicht richtig. Tief glaube ich dir nicht, dass es wirklich eine tiefe Liebe ist. Dann würdest du es nicht machen. Du siehst die eigentlich jedes Wochenende, ne, sagst du? Jedes zweite Wochenende. Jedes zweite Wochenende, na gut. Wir telefonieren jeden Tag, wir schreiben uns jeden Tag SMS. Ja. Und das sind ja nicht nur solche SMS, das sind wirklich Liebes-SMS und alles. Mhm. Aber wie das bei mir jetzt rübergekommen ist, dass ich das jetzt seit den letzten Monaten jetzt so mache. Ich weiß nicht, wie das jetzt alles zustande gekommen ist. Bei dir selbst, meinst du? Ja. Was in dir jetzt auf einmal so, wenn ich sonst in eine Disco gegangen bin mit meinem Ex-Schwager, dann hat er immer den Ehering abgemacht. Er ist verheiratet auch gewesen. Oder ist noch verheiratet, aber ich habe immer den Ehering dran gelassen. Ja. Habe immer gesagt, ich bin in eine Beziehung, festen Beziehung und ich möchte da nicht raus. Weißt du, André, vielleicht ist es auch ganz einfach zu erklären, wenn du 4 Jahre unzufrieden warst. So habe ich es gerade verstanden. Ne? Letztendlich hat es von Anfang an nicht richtig funktioniert in eurer Ehe.
Richtig, bei uns war das nur immer die Geldschwierigkeit. So, und du hast 4 Jahre hast du dich gezwungen, dass du treu bleibst, dass jetzt einfach alles so rausbricht an Sehnsüchten, an Gier, an weiß ich was, an Gelüsten, ist vielleicht auch noch nachvollziehbar. Ist ja vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch okay. Aber dann lass die Finger von der festen Beziehung, tob dich aus und konzentriere dich dann wieder auf eine Frau. Wenn du jetzt sagst, dass du die 28-Jährige wirklich liebst, was ich noch gar nicht so wirklich glaube. Ja, wir haben ja so Pläne. Wir wollen, sie stammt ja gebürtig aus Holland. Ja. Und sie hat da ein Haus geerbt von ihrer Oma. Ja. So. Und wir wollen auch gerne dahin ziehen. Ja. Aber dann, wenn du die wirklich liebst und die, findest du sie auch sexuell sehr attraktiv? Ja, sehr. 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 Besser wie, ich sag ganz offen ehrlich, die ist besser wie meine Ex-Frau. So, und dann verstehe ich nicht, dass du dich bei deiner Ex-Frau, wo eh alles nicht funktionierte, da hast du dich zusammengerissen. Und hier, bei einer Frau, die du liebst angeblich und die du auch noch attraktiv findest, da lässt du dich so gehen. Warum? Ja, vielleicht, oder komm, ich bin auch hier, ich habe das jetzt letztes Mal mitgekriegt, weil ich immer gesehen habe, wenn ich mit meinen Kumpels losgegangen bin, waren wir mal alleine. Mhm. So, und jetzt, diesmal hatten sie aber auch ihre Freundin mit und haben trotzdem sich mit anderen Frauen da Telefonnummern ausgetauscht und haben sich dann auch getroffen. Du bist doch auch nicht gerade in der besten Gesellschaft, finde ich. Ja. Wenn die das so machen. Also du musst es ja nicht nachmachen. Du musst ja für dich jetzt entscheiden. Du bist ja nun 35, du bist ja kein junger Kerl, also kein ganz junger Kerl, mein 35-jähriger Mann. Da musst du doch eigentlich für dein Leben jetzt entscheiden, was will ich? Will ich erstmal mich austoben und mal wirklich, bis es kracht, nochmal die Sau rauslassen? Oder freue ich mich darüber, dass ich jetzt eine tolle Frau gefunden habe, nach den Frustjahren? Wenn du eine tolle Frau gefunden hast, ist das ja schon was Wertvolles. Und da kann man ja wohl auch auf einiges verzichten. Und das liegt ja an dir. Du bist ja nicht ein Spielball deiner Triebe. Du kannst dich doch auch für Sachen entscheiden. Warum entscheidest du dich denn nicht klar für die neue Freundin? Das weiß ich nicht, Domina. Ich kann das dir nicht sagen. Ich gehe auch, wenn sie hier ist, dann gehe ich ja nicht in die Diskos, wo ich mit meinen Kumpels hingehe, sondern nur hier bei uns hier in Herford im Go-Park. Und ich fahre ja mit meinen Kumpels, fahre ich ja dann nach Bielefeld, in einer anderen Stadt oder in andere Städte, wo wir da in die Diskos gehen können. Ich kann ja in dich nicht reingucken, was da bei dir los ist. Ich kann das nur von außen so beurteilen, dass ich denke, Mensch, er hat jetzt eine tolle Freundin, das ist doch eigentlich eine klasse Sache, nach all diesen nervigen Jahren. Da müsste man doch auch dann was zu investieren bereit sein. Ich weiß ja nicht, was in mir jetzt auch wirklich in letzter Zeit los ist, keine Ahnung. Was würde die neue Freundin sagen, wenn die das erfahren würde? Wäre sie weg, ne? Wäre weg. Ist das, die wäre komplett, also die würde... Ist es das wert? Stell dir mal vor, sie kriegt es irgendwie doch. Natürlich, man sagt immer, die kriegen das nicht raus, aber alles Mögliche kann passieren. Wäre es das wert? Es ist es nicht wert. Gehst du so ab, wenn du mit den anderen Frauen ins Bett gehst? Bist du so scharf, dass du es unbedingt haben musst? Ich bin bei ihm, also wenn ich mit meiner 28-Jährigen, mit meiner richtigen ins Bett gehe, ist das nicht so, als wenn ich mit den anderen ins Bett gehe. Ist dann nur, bei den anderen ist das nur hopp, hopp und dann also fertig. Mit der Freundin ist es sogar noch schöner. Mit der Freundin ist es sehr schön. So, André, du hast 2 gesunde Hände, ne? Ja. Du weißt, was ich immer meine. Ja, ich weiß. So. Und das habe ich noch nie gemacht, das ist das Problem. Wie bitte, das hast du noch nie gemacht? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Wie bitte? Jetzt ohne, das ist jetzt kein Scherz, das habe ich noch nie gemacht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Dann geht es aber jetzt richtig los. Dann haben wir das Problem nämlich gelöst, dann schleppst du keine anderen Frauen mehr ab, dann beschäftigst du dich mal schön in den 2 Wochen mit dir selbst und freust dich auf deine Freundin. Wieso mal? Das muss ich jetzt aber ein bisschen. Versuch mir das mal zu erklären. Schämst du dich dabei? Hast du schlechtes Gewissen, wenn du das machst? Wahrscheinlich. Ich bin ganz offen ehrlich, ich habe sowas noch nie gemacht und. Du hast noch nie onaniert? Nein. Also, André. Also, das ist jetzt wirklich mein Ernst, ich habe das noch nie gemacht. Ja. Aber da haben wir vielleicht die Lösung jetzt für dein Problem. Das wird es wohl sein. Dann wollen wir mal schön damit anfangen. Ja. Somit bist du deiner Freundin treu, die du sehr liebst, und bau dir was Neues mit deiner Freundin auf. Das ist es wert, so wie du die geschildert hast gerade. Mhm. Lass die nicht sausen, ärgerst dich schwarz hinterher. Das ist es. Ne? So, André. Sie hilft mir ja auch in allen Situationen. Ne? Ja. Also sie hat mir jetzt
weil ich ja arbeitslos bin, hat sie mir auch Geld geschickt gehabt, dass ich jetzt ein bisschen leben konnte, weil jetzt mein Arbeitslosengeld noch nicht kam und ja, siehst du, alles. Ne? Siehst du. Und die hat Pläne, Zukunftspläne. Die haben Pläne, alles. Ja. So, jetzt ist die Sendung vorbei. Wir haben einiges Interessantes gesprochen, glaube ich. Ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß. Alles klar. Und ich melde mich, wenn das was jetzt daraus geworden da ist. Da bin ich gespannt, genau. Tschüss, alles André. Klar. Tschüss. Ja, danke, ne? Tschüss. Jo. In der Technik, Michael Jansen. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, Domian. Um 0 Uhr könnt ihr schon anrufen und natürlich mailen könnt ihr immer domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bye, bye. Es ist 2 Uhr. Bei den Verhandlungen zur Einführung der Lkw-Maut in Deutschland zeichnet sich noch keine Annäherung ab.